So Freunde, erstes Tech-Video zu einer SAEG bei uns auf dem Kanal. Wir fangen mal an mit einer V2-Gearbox. Werden wir heute mal ein wenig zerlegen, werde ich kurz ein paar Sachen dazu erklären. Ansonsten, wie das Ganze funktioniert, werde ich euch die nächsten Tage wieder eine kleine Animation erstellen für die Anfänger. Ansonsten ist eine V2-Gearbox zweigeteilt von ICS. Ihr könnt das Video natürlich auch dafür hernehmen, um alle anderen V2-Gearboxen zu demontieren. Ich wünsche euch viel Spaß. So, los geht's mit dem benötigten Werkzeug wie immer. Wie gesagt, ist eine ICS V2 Gearbox zweiteilig, Lower Gearbox und Upper Gearbox. Brauchen wir für die äußeren Schrauben einen Kreuzschraubenzieher, ungefähr 4 mm. Dann hinten einen 3 mm Inbusschlüssel für die hintere Schraube vom Spring Guide. Einen etwas kleineren Kreuzschraubenzieher für die oberen zwei kleinen Kreuzschrauben und irgendeinen langen Schraubenzieher, Inbus oder was auch immer, um das Ganze ein bisschen später festhalten zu können. Ja, los geht's bei der ICS Gearbox mit der Upper Gearbox. Dazu trennen wir mal das System. Die Lower Gearbox legen wir uns mal auf die Seite. So, wir fangen an, lösen die oberen zwei kleinen Kreuzschrauben. Jetzt können wir unseren Fake-Verschlussträger, also das Blech jetzt hier, entfernen. Legen wir uns zusammen mit den zwei kleinen Schrauben auf die Seite. So, dann machen wir weiter mit dem Spring Guide hinten. Habt ihr hinten drin eine Inbusschraube, 3 mm, einfach einmal lösen. So, jetzt empfiehlt sich's, hinten, wie gesagt, einen großen Inbus, einen langen Inbus oder irgendwas Langes, was massiv ist, durchzustecken, damit euch das Ganze dann später nicht entgegenkommt. So, dann lösen wir die Hauptschrauben. Zwei vorne, zwei hinten. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, später beim Zusammenbau, am besten legt es euch ein wenig gesondert. Oben sind immer kürzere Schrauben drin wie unten, dass ihr da nicht durcheinander kommt. So, und bevor wir jetzt die letzte hinten lösen, drückt ihr ordentlich hier auf dem Zylinder und auf euer Gearbox-Gehäuse, drückt ihr ordentlich drauf mit der einen Hand, damit das Ganze jetzt dann nicht aufklappt. So, wir üben immer noch Druck aus, nehmen jetzt unseren langen Schraubenzieher oder was wir auch immer hinten reingesteckt haben und drücken damit das Ganze nach unten. Also einmal ordentlich drauf drücken, das Ganze fest, also nach unten drücken, und dann können wir das Oberteil von der Gearbox einfach entfernen. So, dann halten wir hier immer noch gut fest, Zylinder runter drücken und den Schraubenzieher hinten hoch und die Feder entspannen. So, die Mutter vom Spring Guide. Können wir die Feder rausziehen, Spring Guide, können wir gleich hinten die Mutter wieder reinlegen, dass wir sie nicht verlieren. So, dann das obere Teil, was den Fake-Verschluss führt, können wir einfach nach oben rausziehen, legen wir uns auf die Seite. Dann Tablet Blade, haken wir einmal hier unten vorne aus. Einfach die Feder nach oben ziehen, dann können wir das Ganze
einmal rausziehen aus dem Gehäuse. Tablet Blade zusammen mit der Nozzle nach vorne abziehen. Pisten rausziehen. Und das war es eigentlich schon mit der Upper Gearbox. Jetzt könnt ihr hier Wartung vornehmen, neu fetten, neu schmieren oder Feder wechseln, neuen Pisten reinmachen, wie auch immer. Lower Gearbox lösen wir auch wieder die äußeren vier Schrauben. Hier auch wieder aufpassen, von der Schraubenlänge sind auch unterschiedlich. Wir haben zwei Senkkopfschrauben für hier vorne, eine Flachkopfschraube lang für hier oben und eine etwas kürzere Flachkopfschraube für hinten. So, wenn wir das gelöst haben, können wir das Ganze vorsichtig nach oben abziehen. Legen wir uns mal drüber und schon sind wir bei unseren Internals. Unseren Abzug raus, einfach vorsichtig nach oben. Na, kommen wir raus. Aushaken. So, dann machen wir weiter mit unserem Sektor Gear. Auch nach oben abziehen. Anti-Reversal Latch hebt ein bisschen fest. Dann könnt ihr das Bevel Gear rausziehen. Auch einfach nach oben abziehen. Anti-Reversal raus. Und zu guter Letzt habt ihr noch das Spurgear, könnt ihr auch einfach nach oben abziehen. Müsst ihr aufpassen, ihr habt jetzt hier die einzelnen Shims drin. Nicht verlieren und auch aufpassen, dass ihr an derselben Stelle wieder reinkommen. Ansonsten müsst ihr die Gearbox komplett neu shimmen, wenn ihr hier irgendwas falsch macht. Mache ich euch demnächst noch ein Video drüber, wie shimmt man so eine Gearbox. So, dann haken wir unsere Switch Unit aus. Lösen wir einfach die Feder hier oben. Einmal. Dann machen wir weiter mit unserem Safety Lever. Auch einfach abschrauben. Können wir auf der anderen Seite gleich rausnehmen. Legen wir uns wieder zusammen auf die Seite. Dann können wir auf der gegenüberliegenden Seite unsere Selector Blade abziehen. Einfach einmal jetzt nach vorne drücken. Hakt immer ein bisschen, aber dann kommt sie. Das Teil können wir jetzt auf die Seite legen mit der Feder. So, dann können wir jetzt Switch Unit und Cut-Off Liefer rausschrauben. Einmal den Cut-Off Liefer. Einfach hier die Schraube lösen. Switch Unit, diese Schraube lösen. So, und die Switch Unit, hier die Schraube noch raus. Na, geh her. Und die Switch Unit vorsichtig nach oben rausziehen, hier unten einmal aushaken, die Kabel aufpassen. Komm. So, dann bauen wir unsere Upper Gearbox wieder zusammen. Wir fangen an mit unserem Zylinder Head und unserem Zylinder. Hier müsst ihr gucken, ob euer Zylinder die Löcher hat fürs Volumen zum Bestimmen. Manche Waffen, bzw. die Waffen mit kurzem Lauf, haben solche Löcher. Wenn ihr eine lange Waffe habt mit einem sehr langen Lauf, sind wahrscheinlich keine Löcher drin. Wie gesagt, die müssen außen liegen, sprich hier im Fenster. Dann schieben wir unsere Tablet Blade zusammen mit der Nozzle drauf. Zack. Drehen wir unseren Zylinder noch ein bisschen. Dann haken wir unseren. Bleibt drauf. Dann haken wir unseren Zylinder mit den Löchern hier vorne im Gearbox-Gehäuse ein.
So, dann gucken wir, ob unser Zylinder passt. Drehen wir einmal um. Schauen, dass hier außen schön bündig ist. So, dann haken wir die Tablet Blade ein. Über die Feder hier. Kommt hier vorne drauf auf den Zapfen. Ist ein wenig fummelig. Einmal nach unten schieben. So, dass es schön gefedert ist hier. So, dann Pistonhead und Piston rein. Schauen, dass der Piston sauber in den Führungen hier läuft. Wenn ihr den eh schon draußen habt, könnt ihr gleich ein bisschen schmieren. Ein wenig Silikonöl oder ein wenig Fett hin. So, dann machen wir gleich hier die Führung rein von dem Fake-Verschluss. Wird einfach hier oben wieder eingehakt. Na, komm her. So, aufpassen, da ist ein kleiner O-Ring drauf. Zeigen euch mal schnell. Hier vorne ist ein kleiner O-Ring drauf, dass ihr den nicht verliert. Einmal hier vorne drauf. Und die Feder hinten einhaken, ein bisschen nach vorne schieben, dass der hier schön gefedert und geführt wird. So, dann die Feder rein. Unseren Spring Guide hinten drauf stecken. Und die Mutter vom Spring Guide füllen wir auch gleich ein oder setzen wir auch gleich ein. Einführen tun wir hier nichts. Das machen wir heute Abend. So, dann nehmen wir wieder unseren langen Inbusschlüssel, Schraubenzieher oder was ihr auch immer nehmt. Drückt mit der einen Hand richtig kräftig auf den Zylinder drauf. Also schön runterdrücken. Dann einmal durchfädeln und spannen die ganze Feder rein. Wir halten den Zylinder immer schön auf Druck. Spring Guide hinten schön runterdrücken, dass er hier ordentlich einhakt. Hier hinten im Gearbox-Gehäuse. So, dann alles schön runterhalten mit eurem langen Inbus, also dass hier vorne schön Druck drauf kommt. Und setzen unseren Gehäusedeckel drauf. So, schauen, dass alles passt. Schön leichtgängig. Tablet Blade Nozzle läuft. Okay, dann schrauben wir es gleich mal fest alles. Zwei lange Flachkopfschrauben unten rein. Und die zwei etwas kürzeren Flachkopfschrauben hier oben rein. Einmal vorne und einmal hinten. Na, komm hier rein. So, festziehen. Okay, dann noch die Schraube hinten rein im Spring Guide. Dann brauchen wir mit unserem 3mm Inbusschlüssel. Wo habe ich den hin? Hallo, da ist er. So. Dann den Fake-Verschluss wieder drauf. Einmal einhaken hier oben und die kleinen Babyschrauben. Und dann jetzt nochmal anders. Nur leicht festziehen, ist nur Kunststoff, also nicht übertreiben, sonst habt ihr da ganz schnell kein Gewinde mehr. So, passt. So Leute, dann schustern wir unsere Lower Gearbox wieder zusammen. Wir fangen an mit was fangen wir an? Ich würde sagen mit der Selector Blade. Drehen wir das Ganze mal um, schieben unsere Selector Blade gleich wieder drauf.
achte mal drauf, dass sie hier oben sauber in der Führung drin ist, hier unten und hier hinten ebenfalls oben und unten. Einmal oben einhaken, unten einhaken, dann hinten einhaken und zurückschieben. So. Wenn wir es eh schon so haben, können wir gleich unseren Safety Lever reinstecken. Zack, heben wir ein bisschen fest und drehen das Ganze auf den Kopf. So, dann Switch Assembly rein. Haken wir hier unten in der Gearbox ein. Machen wir natürlich gleich hier den Kontaktgeber noch rein. So. Einmal runter und hier drauf. Ein bisschen runter drücken. So, ziehen wir gleich fest. Kleine Schraube. Hier nicht zu arg festziehen, nur ganz leicht. Ist Kunststoff, sonst bricht euch der Halter relativ schnell ab. So. Dann die Kabel wieder ordentlich verlegen. Das lange Kabel, was nach hinten führt, mal so. Das hier nach unten. Warum? Kommen wir gleich dazu, Moment. Einmal ordentlich reindrücken das Ganze, schön runde, dass es schön unten am Gehäuse anliegt. Sondern hier ist ganz wichtig, dass das wirklich schön unten liegt, weil wenn euch das zu weit hoch kommt, kratzt euch das Pinion Gear vom Motor, kratzt euch das ganze Kabel kaputt hier unten. Also immer schön achten, dass das schön unten ist. So, dann das zweite Kabel noch rein. Drücken wir auch schön runter, dass es ordentlich drin liegt. So. So, dann machen wir weiter mit dem Safety Lever. Da schauen wir hier auf der Seite, dass er ordentlich drauf ist. Stecken wir nochmal rein. Dass er die Position hat, schauen, dass es sich nicht verdreht und legen ihn dann einmal so hin. So, Safety Lever, Feder, hakt da einmal mit dem Hinterteil von der Feder hier oben am Gearbox-Gehäuse ein. Ja, komm, geh drauf. So, dann Safety Lever so rum drauf, dass die Kante vorne nach oben kommt, haken wir an der Feder ein. Geht drauf und einmal einhaken lassen das Ganze, dann schrauben wir gleich fest. Nur ganz leicht festziehen, nicht übertreiben, ist auch wieder nur Kunststoff. Wenn alles passt, drückt die Feder euch den Safety Lever immer zu euch her, sprich nach unten. Und dann passt es. So, dann machen wir weiter mit unserem Cut-Off-Liefer. Habt ihr auch wieder so eine richtig schöne, lustige Feder hier. So, und die Feder habt ihr einmal eine Kante nach außen. Und hier vorne dran habt ihr so einen kleinen Haken. So, die Kante, das heißt das hintere Stück von der Feder, muss hier durch das Fenster durch, dass es hier eingehakt ist. Und der Haken muss hier hinten am Cut-Off-Liefer oben eingehakt werden. Ist jetzt ein ICS-Modell. Bei anderen M4-Modellen oder anderen V2-Gearboxen habt ihr die Feder außen drauf. Sprich, die liegt dann hier drin. Ist ein bisschen einfacher, aber okay. So, dann schauen wir mal, ob wir es gleich hinbekommen. Die Feder legen wir uns jetzt erstmal da rein. Richten sie ein bisschen aus. So, dann fädeln wir unseren Cut-Off-Liefer ein. So. Jetzt gehe ich mit dem Schraubenzieher unten rein, ziehe die Feder ein bisschen zurück und hake sie am Cut-Off ein. So. Schraube ich gleich mal fest, dass es wieder rauskommt. Ich zeige es euch dann nochmal, wie das sein soll, wenn es passt.
Ja, ist ein bisschen zu fest. Lockerer machen. So. Und hier seht ihr schon, die Feder dient dazu, Schirm aufpassen, dient dazu, dass der Cut-Off immer nach vorne in die Switch-Assembly reingedrückt wird. Und wie gesagt, bei anderen M4 bis zum V2 Modellen habt ihr hier außen normalerweise die Feder drauf, die den Cut-Off ebenfalls nach vorne drückt. So, dann können wir gleich die Feder einhaken. Hier müsst ihr nur darauf achten, dass, wenn ihr die eingehakt habt, Moment, ich zeige es euch mal kurz, einmal nach unten, dass die Feder schön unten ist. Wenn ihr sie jetzt umdrehen würdet, würde sie hier ziemlich weit rausstehen aus der Gearbox. Dann dreht ihr sie einfach einmal 180 Grad um und hakt sie so ein, dass sie relativ weit unten ist. So, mit was machen wir weiter? Ich würde sagen, wir bauen die Gears rein. Wir fangen an mit unserem Spurgear. Einmal hier in der Mitte gucken, dass wir das Shim treffen. Dann unser Sektorgear hier oben. So, Anti-Reversal Latch. Zeige ich euch auch kurz. Ist eine Feder dran, falls die unten sein sollte bei euch. Ist auch recht einfach. Steckt er einfach hier unten drauf und schaut, dass der Haken von der Feder hier über unseren Anti-Reversal Edge geht. Zeige ich aber auch gleich nochmal die Funktion. So, dann stecken wir den mal rein. Und wenn die Feder passt, dann wird er immer Richtung Spurgear hochgefedert. Sprich, wenn wir ihn da runter drücken, zack. Okay, dann ziehen wir den ein bisschen zurück mit dem Finger, halten ihn gut fest und fädeln unser Bevel Gear rein. Können wir es loslassen und dann passt es. Okay, so, dann Abzug, Feder, ist hier hinten in einem kleinen Löchle drin, seht ihr schon. Das Vorderteil von der Feder müssen wir hier unten im Gearbox-Gehäuse einhaken unter unserem Safety Lever und das Oberteil in die Switch Assembly oben einführen. Ist eigentlich nicht viel dabei. Wir haken unten die Feder ein bisschen rein, ziehen ihn noch mal ein bisschen leicht zu uns her, kippen ihn oben rein und drücken ihn vorne runter. So. Okay, schauen, dass er schön drin bleibt. Das kann passieren, dass sie auch ab und zu mal rausflutschen. Okay, dann das Teil hier noch, habt ihr nur bei ICS, habt ihr bei anderen V2 Gearboxen nicht. Die lange Seite von der Feder, nee, bleibt liegen. Die lange Seite von der Feder gehört Richtung Switch Assembly, sprich, wir legen das jetzt einfach mal hier oben drauf, die Feder. Und jetzt habt ihr da vorne hier so ein, ja, das andere Teil von der Feder nach oben stehen. Muss jetzt das Teil so rum drauf. Habt ihr hier oben wie so, ja, wie so eine Treppe, wie so eine L-Form. Und das Vorderteil von der Feder gehört hier vorne eingehakt. Einmal drauf. Dann drehen wir es ein bisschen. So. Zeige ich euch später mal nochmal, wenn wir es zusammengebaut haben, wie das Ding genau reingehört. Vielleicht kann ich es auch noch ein bisschen herzoomen. So, dann gucken wir nochmal, ob wir alles haben. Jep, müsste alles passen. Kabel ist nach unten. So, dann Gehäusedeckel drauf. Unseren Safety Lever ein bisschen mit dem Finger oder mit dem Schraubenzieher reindrücken. Ihr könnt auch, was ich immer mache, hakt einfach das Teil hier unten ein. Im Gearbox-Gehäuse praktisch. Safety Lever hier einhaken und dann ein bisschen reindrücken. So, und dann das Ganze draufsetzen. Vorsichtig gucken, dass hier wirklich alles durchkommt. Unsere Gears, unser Anti-Reversal Latch, unser Trigger, sonst ein bisschen ausrichten. Und hier vorne bei ICS das Teil hier. Okay, das passt alles, alles drauf. Okay, gut, dann schrauben wir es mal fest. Senkkopfschraube lang vorne rein, Senkkopfschraube lang hier unten rein. Dann die lange Flachkopfschraube einmal vorne und die kurze Flachkopfschraube hinten rein.
So, die vordere Schraube hier müsst ihr aufpassen bei ICS, weil die ist sogar ein bisschen zu fest. Das seht ihr jetzt an dem Teil hier vorne. Der muss gefedert sein. Der kommt jetzt fast nur mal zurück. Dann machen wir die Schraube ein ganz kleines bisschen lockerer. Okay, passt. So Freunde, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, ich habe alles einigermaßen verständlich erklärt. Ansonsten, wenn noch Fragen sein sollten zu V2 Gearbox, V3 Gearbox oder ähnlichen Konzerten, schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt hier zwei ICS SAEGs von Bugatti da. Werden wir euch also demnächst ein paar Videos drüber machen, auch noch ein bisschen was zur Technik erklären. Ja, und in dem Sinne bedanke ich mich wie immer recht herzlich, dass ihr dabei wart und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!